Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 3 für das SNES. Ich bin euer Basti, ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Wir sind immer noch in der fünften Welt, sind jetzt hier oben in der Wolkenwelt und werden das nächste Level machen. Level 6. Was wird uns hier erwarten? Okay, auf jeden Fall ein Scrolling-Level und so eine komischen Viecher, die nach oben und nach unten fliegen. Eieiei, okay. Da brauche ich, glaube ich, ein paar getimte Sprünge. Na, das war nicht gut. Und das war schon gar nicht gut. Hier, glaube ich, werde ich meinen Fliege-Mario nehmen. Der bahnt sich doch. Der ist doch hier für perfekt, ne? Der ist doch für dieses Level perfekt. Da können wir auch hier oben die Münzen einsammeln und hoffen, dass wir uns nicht treffen lassen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir hier ganz gut durchkommen. Ich glaube, der verwandelt sich dann nach einem Level in einen richtigen Tanuki. Aber dieses Power-Item ist was für Noobs. Aber damit kann ich leben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir fliegen hier schön durch die Gegend rum. Boah, da kommt immer so ein Feuerheini. Guckt mal. Den müssen wir auf jeden Fall ein bisschen. Auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Oh, er geht schon durch. Ich glaube, wir sind schon durch das Level. Ja. Und haben den dritten Stern. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber wir kriegen wieder 5 Leben. Sehr gut. 26. Damit lässt sich arbeiten. Und wir haben sogar ein Tothaus, bei dem wir uns ein Item aussuchen können. Ich nehme jetzt mal die Box ganz rechts. Hoffe, dass da nicht ein Frosch drin ist. Nein, ein Pilz. Okay, ich habe noch 2 Feuerblumen und einen Pilz. Das ist gut. Aber das werde ich auch brauchen, denke ich mal. So, die nächste Welt. Die nächste Welt wartet auf uns. Ach, so ein hässlicher Block. So. Die Feuerblume dort unten lassen wir mal. Kommt da noch so ein hässlicher Tanuki. Komm schon. Lass mich hier durch. Und bitte einen Stern. Jawohl. Sehr schön. Also Sterne hier zu bekommen ist eigentlich relativ einfach. Wenn man immer genug Power hat und schnell rennt, dann klappt das. Und da sind Hammerbrüder. Ach, aber wie kriege ich denn jetzt kaputt. Komm, spring drauf auf den. Oh Gott. Gibt's hier vielleicht irgendwo ein Item drinne? Na gut, ich kann mir ja auf jeden Fall einen Pilz holen. Und hab schon wieder so eine komische Rassel, damit die Gegner auf der Karte einschlafen. Wir haben ja aber leider keine Gegner mehr. Aber ich brauche auf jeden Fall einen Pilz für das Schloss, denke ich mal. Also das nehme ich auf jeden Fall mit. Okay, oben und unten Lava, das ist nicht gut. Oben und unten Lava, gibt es hier irgendwo einen Stern? Gibt es sogar noch eine Feder. Ach, shit. Das Level war jetzt wirklich nicht so schwer. Aber ich bin bei Bum Bum angekommen, ne? Oh Gott. Okay, okay. Du bist böse, ne? Ich weiß.
Ich wusste doch, dass du böse bist. Fliege, Fliege, Cooper. Hab ja noch einen Pilz. Hab ja noch einen Pilz, ist egal. Hab ja noch so einen Pilz. Okay, auf die Flammen müsste ich achten. Die kommen von oben. So, hier gab es irgendwo den Stern, ne? Okay. Kommt hier eine Flamme? Ne, ich glaube nicht. Aber ein Pilz, der mich sofort wieder klein macht und dann springe ich auch noch. Ja. Schlecht, schlecht, schlecht. Ich versuch's so als kleiner Mario. Ich versuch's mal als kleiner Mario, mal sehen. Vielleicht habe ich da eine bessere Chance, hier durchzukommen. Glaube ich zwar nur, jetzt wäre ich fast schon wieder gesprungen. Hier war, glaube ich, nur der Stern drin, ne? Okay. Jetzt habe ich aber zumindest erstmal meinen großen Pilz jetzt erstmal behalten. So, du gehst mal weg. Jetzt bin ich bei Bum Bum als großer Mario. Okay, mal sehen, ob es diesmal... Ob es diesmal besser klappt. Jawohl. Einfach immer hintereinander weg auf den und dann... Ist ja auch kein Problem. Da habe ich mir jetzt ein bisschen am Anfang doof angestellt, aber diesmal hat es doch ein bisschen besser geklappt, finde ich. So, wir haben noch zwei Level. Wir gehen erstmal hier rein. Wir drehen nochmal. Ja, es war zu spät. Das war zu spät. Nee, hat geklappt. Zwei Leben. Gut. Dann habe ich mir die zwei Leben, die ich jetzt verschwendet habe, wiedergeholt, beziehungsweise das eine. Und wir können in Level 8 gehen. Oh, das ist eine Welt mit 4 Level hier, muss ich sagen. Aber zumindest sieht es hier nicht danach aus. Zumindest kein Scrolling. Das ist schon mal gut. Aber ein Lakito. Das ist nicht mal Lakito, das gibt's doch nicht, ey. Ich bin auf jeden Fall nochmal... Ah, so ein Mistvieh da oben, ey. Ich weiß auch nicht, wenn man den tot macht, ob der dann wiederkommt. Eigentlich wäre hier eine Feuerblume ganz hilfreich. Der kommt, der triggert... Der wird doch nicht hier getriggert, ne? Lass mich da rein. Mensch. Ja, der quetscht mich noch. Der quetscht mich noch ein hier. Dann bin ich auch noch tot. Ich habe noch eine Chance, 5 Leben zu bekommen. Dadurch, dass wir jetzt den Stern bekommen haben und ein Level haben wir noch vor uns. Und wir können schon wieder flippen. Aber ich habe keine Ahnung, wo hier was ist. Hier war irgendwo ein Stern, ja. Da ist eine Blume gewesen. 10 Münzen. Okay, da ist Blume und da ist Blume. Alles klar. Ich nehme mal die Feuerblume noch. Ich hoffe doch mal, dass das kein... Oh Gott. Scrolling-Level ist. Das ist ein Scrolling-Level. Okay. Ist okay.
Ist okay, ist okay. Wo muss ich hin? Dieser komische, hässliche Feuerheini da. Er stört mich. Oh, den habe ich auch noch abgeschossen. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Bin ich schon durch? Bin ich schon durch? Ich bin durch. Yeah, geil. Und habe sogar wieder 5 Leben bekommen. Das läuft 30 Leben vor der 6. Welt. Gibt es hier nur 6 Welten sogar? Ich weiß es gar nicht. Na gut, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal den König noch retten, damit wir die Welt abschließen. Das ist ein Vogel. Oh, es ist schrecklich, Mario. Der König wurde verwandelt. Bitte finde den magischen Stab, um ihn zurückzuverwandeln. Okay. Gegen welchen Cooper müssen wir denn jetzt noch antreten? Sind das eigentlich 7 Cooperlinge? Ich glaube 7 Cooperlinge, ne? Also müssten ja theoretisch gesehen noch 2 Welten kommen. So, und was erwartet uns in der Welt hier? Okay, hier gibt es sogar eine Feuerblume. Kanonenschüsse gibt es hier in der Welt. Okay. Ach, da hat es mich schon erwischt. Alles klar. Kann ich jetzt... Boah. Kann ich jetzt runter, wollte ich sagen. Und schon bin ich wieder klein. Nicht gut. Nicht gut. Ich bin echt klein. Hoffentlich gibt es hier ein Item. Hier gibt es kein Item. Ich werde hier mal einen Safe State setzen, sicherheitshalber. Vielleicht habe ich als kleiner Mario trotzdem... Vielleicht habe ich als kleiner Mario trotzdem eine Chance. Okay. Der hat mich erwischt, der Dicke. Okay, der macht... Er macht 2 so eine Dinger, aber beim 2. Versuch hat es geklappt. Ich wollte jetzt nicht das ganze Schiff nochmal machen, also es tut mir leid. Deswegen habe ich da den Safe Game genutzt. Und wir haben diese Welt abgeschlossen. Also das war eine richtig lange Welt. Also im Gegensatz zu den anderen Welten hat die richtig lange gedauert. Habe ich sogar 2 Parts für gebraucht. Aber der König ist zurückverwandelt. Dem Himmel sei Dank, der König wurde in sein altes Ich zurückverwandelt. Und hier ist noch ein Brief von der Prinzessin. Ja, Prinzessin Toadstool. Ah, danke Mario, dass du die Wolkenwelt oder Eiswelt zurück... es geht jetzt in die Eiswelt. Es ist schön, dass du die Wolkenwelt zurückerobert hast. Ich gebe dir eine Wolke, damit du Level überspringen kannst. Wenn wir in die Röhre gehen, kommen wir wahrscheinlich dort rechts oben raus. Okay, ihr Lieben, diese Welt sehen wir uns im nächsten Part an. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.